Wenn wir eine Veranstaltung drehen, dann müssen wir manchmal sehr lange Videoszenen drehen. Sonst wird der Ton zu oft unterbrochen. Am Schnittplatz können wir diese langen Szenen dann durch den Einsatz von Insatz sehr interessant gestalten. Haben wir ein Filmthema, das in zwei Zeitebenen arbeitet, so ist der Einsatz der Doppelbelichtung manchmal sehr sinnvoll. Insatzschnitt und Doppelbelichtungen. Unser Thema heute hier bei Holgers Videotreff. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Beginnen wir zuerst mit dem Einsatz der Insat-Funktion. Im Storyboard habe ich bereits die Hintergrundszene getrimmt und eingefügt. Von ihr soll auch der Ton später übernommen werden. Nun füge ich die Insat-Szene ein. Diese wird zunächst an den Anfang der ausgewählten Szene positioniert. Mit dem Menüpunkt Schieben positionieren wir den Anfang des Insatz an die gewünschte Position. Auf dem zweiten Bildschirm wird in Full-HD-Auflösung das entsprechende Videobild angezeigt. In der Hintergrundszene habe ich einen Reißzoom von Nah- auf Weitwinkel vorgenommen. Dieser soll nun mit dem Insat überdeckt werden. Nun gehen wir auf den Menüpunkt Trimmen. Hier legen wir das Ende unserer Insatzszene fest. Dabei sehen wir zunächst wieder die Hintergrundszene. Mit dem Menüpunkt Trimmen E können wir bei Bedarf die Insatzszene trimmen. Im Menüpunkt Trimmen klein bekommen wir sowohl die Insatzszene am In- und Out-Punkt als auch die Hintergrundszene angezeigt. Mit der Funktion Schieben klein sehen wir die Hintergrundszene groß und die Insatzszene klein. Hier können wir den Start oder auch den Endpunkt des Insatz ebenso noch anpassen. Nun kontrollieren wir, ob die Insatzszene richtig positioniert wurde. Genauso sollte es sein. Diese Arbeitsweise kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir Sprache oder Musik aufgezeichnet haben. Aus rechtlichen Gründen habe ich hier in diesem Beispiel nur mit Geräuschen gearbeitet. Nehmen wir an, wir erstellen einen Film, in dem Zeitzeugen etwas zu erzählen haben. Auch hier kann die Verwendung des Insatzschnitts den Film wesentlich interessanter und schneller machen. Außerdem wird der Film auch kürzer. Ich zeige hier einmal ein kleines Beispiel. Wir haben Verwandte in der DDR in Berlin und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir mit dem Auto nach Berlin fuhren in die DDR, als wir schon die Straßenschilder gesehen haben, in 1-2 Kilometern Grenze zur DDR, wurde einem schon ganz mulmig. Und als wir dann an die Grenze kamen und die Grenzbeamten einen kontrolliert haben, wir die Pässe abgeben mussten und sie verschwanden dann mit unseren Pässen und kamen nach einer geraumen Zeit wieder. Das war schon sehr bedrückend. Am 24. Januar 1848 fand in diesem Fluss James Marshall das erste Gold. Dadurch begann der große Goldrausch in Kalifornien. Für ein Filmprojekt haben wir auch an dieser Stelle gedreht. In einem Museum wird der Goldfund dargestellt. Um nun den Film interessanter zu gestalten, habe ich zunächst wieder die Hintergrundszene eingefügt. Dann die erste Insatzszene. Sie wurde, wie vorhin beschrieben, positioniert. Der serienmäßige Operator Doppelbelichtung befindet sich im Menü Übergangseffekte.
Die Effektlänge stellen wir auf die gesamte Länge der Insatzszene ein. In diesem Fall steht der Modus auf Ein- oder Ausblenden. Die Möglichkeit Überblenden würden wir dann anwenden, wenn wir nicht mit der Insat-Funktion arbeiten. Jetzt schalten wir die Einzelbildvorschau an. Auf dem zweiten Bildschirm sehen wir nun das Mischungsverhältnis unserer beiden verwendeten Szenen. Ein Mix von 48% finde ich in diesem Fall sehr gut. Die Blendzeit stelle ich auf 2 Sekunden ein. Damit ist unsere erste Doppelbelichtung fertig. Diese Hintergrundszene soll noch weitere Insatzszenen erhalten. Normalerweise gehen wir dann identisch vor. Da aber Insatzszenen nicht nahtlos ein- und ausgeblendet werden können, müssen wir die geplante Ein- und Ausblendezeit im Abstand zueinander berücksichtigen. In diesem Fall möchte ich das aber nicht. Der Abstand wäre zu groß. Deshalb erstelle ich vorab eine Gesamtszene meiner Insatz. Diese füge ich danach als ein Insat ein. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim weiteren Experimentieren mit den gezeigten Funktionen. Sicher werden Ihre Videofilme dadurch noch interessanter. Übrigens, ich freue mich auf Ihr Feedback hier unten in meinem Kommentarfeld. Sonst sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss.